Während der Corona-Pandemie wurde viel über Desinformation und Fake News diskutiert und inwiefern davon eine Gefahr für die Demokratie ausgeht. Ich bin eine Medizinerin und ich weiß ungefähr, was da so dahinter steckt. Was steckt da denn? Das ist schwer zu sagen. Das kann ich jetzt nicht in zwei Worten sagen. Laut der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst beobachte man eine Zunahme von Verschwörungsinfluencern, die im Internet ganz gezielt Falschmeldungen und Desinformation verbreiten. Ich habe mir gerade ein paar Sachen angeschaut, die mit Adrenochrom zu tun haben. Meine Nase ist zu, alles ist kaputt. Ey. Wenn ich es richtig verstehe, werden in diesem Moment Kinder aus den Händen pädophiler Netzwerke befreit. Und ich weiß seit mindestens 15 Jahren, was los ist. Dagegen brauche es ein eigenes Gesetz, fordert ein Beamter der DSN bei einem Hintergrundgespräch mit dem Magazin Profil. Wir hören uns um, wie dieser Vorstoß bei den Menschen ankommt. Gibt es das noch nicht? Es soll es schon längstens geben. Echt? Das ist nicht strafbar bis jetzt, Falschmeldungen zu verbreiten. Ja, voll, aber wer entscheidet das, was Fake News sind? Und da wird es jetzt kompliziert, weil woran erkennen Sie, wem ein Fehler passiert? Oder wer das wirklich für wahr hält und wer etwas verbreitet, um Ihnen zu schaden. Und juristisch wird es da kompliziert, weil die Gefahr ist, dass solche Gesetze sehr weitreichend sein können, dass man womöglich auch richtigen Medien schadet oder auch Menschen ja, belangt werden können, die eigentlich keine böse Absicht verfolgt haben. Das ist so ein Angstszenario dabei. Psst, hey Sie! Wer? Ich? Ja, Sie! Haben Sie schon in unsere WhatsApp-Gruppe geguckt? Hier! Die Kamals aus dem dritten Stock, ja, die hassen sie doch. Das sind Satanisten. Die essen Schafe bei lebendigem Leib. Schlimm. Pervers. Das teile ich gleich mal auf Twitter und Facebook. Und Meinungsfreiheit, wissen Sie, ich bin selbst eine große Kritikerin von Falschmeldungen. Aber Meinungsfreiheit ist ein so großes Gut, dass da die Gefahr ist, dass man ein bisschen zu weit geht. Und dass es juristisch oft nicht so leicht greifbar ist, was noch okay ist und wo es halt wirklich, wo man einschreiten muss. Издевательством, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. What the fuck is this? Huh? Let's be honest. Okay. I mean, let us be fucking honest. This is a crucifixion. This is political. And don't tell me it's not. Wir wechseln das Thema. Das Glasl Wein zum Feierabend oder um aufs Wochenende anzustoßen, ist für viele eine liebe Gewohnheit, aber für manche auch ein ernstes Problem. Geschätzte 320.000 Menschen in Österreich gelten derzeit als alkoholabhängig. Nahezu jeder vierte Erwachsene konsumiert Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Wer auf das vergangene Jahr Zurückblick erkennt, der russische Präsident ist gescheitert. In Russland sitzt ein Typ, der ist im Zarenbad. Benimmt sich wie die Axt im Wald seit 22 Jahren. Dieser Kriegsverbrecher will die Ukraine liquidieren. Und der Westen ist so doof, ihm das zu finanzieren. Hurra! Immer neue saftige Sanktionen, doch die wirken gerade noch nicht so stark. Denn für sein Gas zahlen wir hunderte Millionen und das jeden Tag. What? Gaga, Gasputin, die Heizung läuft nicht ohne ihn. Ohne sein Gas geht die Wirtschaft am Stock. Gaga, Gasputin führt Krieg und wir bezahlen ihn. Das haben wir uns selbst eingebrockt. Der Rubel, der muss rollen, hat sich der Gazprom nie gedacht. Warum haben wir uns bloß so abhängig gemacht? Gaga, Gasputin, die Heizung läuft nicht ohne ihn. An dem haben wir uns die Pfoten verbrannt. Gaga, Gasputin, besser wär es ohne ihn. Er fährt den Laden komplett an die Wand.
Can I mess your hair up? With my hairspray.